Verbindung zwischen Einheit und Vielfalt ist ein wichtiges Element eines fesselnden Musikstückes. In dem Satz Basse dessus de trompette aus der ersten Orgelsuite Nicolas Clérambault's ist diese Balance mit einfachen Mitteln und mit stringentem Formbau verwirklicht. Immer wieder kommt etwas Neues, das zugleich aus dem bereits Gehörten schlüssig folgt, und dabei verdichtet sich die Action zunehmend. Um das musikalische Geschehen deutlich zu begreifen, sehen wir uns zunächst den Anfangsgedanken näher an. Mit dieser einprägsamen melodischen Geste fängt das Stück an. Eine prägnante Phrase, in der die variierte Wiederholung eines Motivs leicht zu erkennen ist. Zugleich werden hier rhythmische Parameter gesetzt. Es liegt ein Sechsertakt vor, das bedeutet, dass ein betonter Schlag am Anfang einer Dreiergruppe steht und jeweils eine solche Betonung stärker als die folgende ist. Interessant ist, dass in dem kleinen Motiv auf den betonten Teil jeweils ein höherer Ton folgt. Dies schafft einen reizvollen Konflikt zwischen den verschiedenen musikalischen Parametern. Eine Zählzeit in diesem Schema kann natürlich auch durch mehrere schnelle Notenwerte gefüllt werden. Und in diesem Zusammenhang ist hier schon eine Besonderheit zu bemerken. In der französischen Barockmusik gibt es das sogenannte Jeu inégal. Hierbei werden schnelle Notenwerte, die gleich lang notiert sind, inégal, das heißt ungleich, gespielt. Meistens ist der erste von zwei ungefähr doppelt so lang, vergleichbar also mit dem Swing im Jazz. In diesem rhythmischen Rahmen ist also der musikalische Anfangsgedanke gefasst und dadurch wird beim Hören die Erwartung geschürt, dass es so weitergeht. Wie geht nun dieses Stück vonstatten? Nach der Eröffnung wird der Anfang wiederholt, wobei nun eine neue Stimme hinzutritt. Eine Fortspinnung schließt sich an und führt in einen kleinen Abschluss. Auffallend ist bei diesem kleinen Schluss, dass das etablierte Betonungsschema, das man auch Metrum nennt, momentan durchbrochen wird durch den Nachdruck, den diese Note durch das Anhalten der Bewegung und die Verzierung erhält. Diese kleine Eröffnung bot bereits einiges an Entwicklung, öffnete andererseits jedoch nur den Vorhang für eine größere Neuerung, die nun folgen wird. Der Titel deutet sie bereits an. Basse et dessus de trompette. Das bedeutet, wir werden die Tiefe und die hohe Lage des Orgelregisters hören, dessen Klang einer Trompete nachempfunden ist. Nun setzt also diese Trompete ein. Wir hören wieder den Beginn, doch mit einer neuen Begleitung und einer veränderten Fortsetzung. Erneut setzt die Trompette ein, doch nunmehr oben, das heißt im Diskant. Und wieder ist die Fortsetzung abgewandelt, doch in noch größerem Maße. Es ereignet sich eine Modulation. Das heißt, das Klangzentrum der Musik wird verschoben, wir haben eine andere Tonart erreicht und die Stimmung hat sich verändert. In dieser neuen Tonart setzt der musikalische Anfangsgedanke wieder im tiefen Bereich der Trompette ein. Nunmehr folgen statt linearen Läufen springende Figuren. Der Kontrast wird dadurch vergrößert, dass diese schnellen Sprünge in der historischen Aufführungspraxis nicht mehr inegal, sondern gleichmäßig und außerdem ziemlich abgerissen gespielt werden. Thank you.
Wieder tritt die Trompete in der hohen Lage ein und dieses Mal mit einer beschleunigten harmonischen Aktivität mit verschiedenen Modulationen. Beim nächsten Einsatz in der Tiefe geschieht der Wechsel zu den Sprüngen abrupter und unvermittelter. Dieser schnellere Wechsel hat Spannung aufgebaut für das Finale, das nun folgt. Nun klingen hohe und tiefe Lage der Trompette zusammen und noch dazu in schneller Abwechslung zwischen inegalen Läufen und den gestochenen Sprüngen. Das Ende wird markiert von einer sogenannten Hemiole. Das Betonungsschema wird so verändert, dass auf jeweils eine Betonung eine unbetonte Zeit folgt. Dadurch entsteht der Eindruck eines doppelt so langsamen Dreiers. So gelangt das Stück zu seinem gravitätischen Schluss. Das war's. In den Anhang packe ich einen Link zu einer professionellen Aufnahme des Stückes. Nach der eingehenden Betrachtung kann das Hören umso mitreißender sein. Von Karian Nemes gibt es jede Woche Beiträge zu Kunst und Kultur. Bei Interesse abonniert den Kanal.